Ja, herzlich willkommen zur Abschlussveranstaltung der Foskes. Schön, dass noch so viele gekommen sind. Wir wollen jetzt noch eine Stunde oder knapp eine Stunde mal gucken, wie lange wir uns vornehmen, uns anschauen, was in den letzten Tagen passiert ist. Die Konferenz ist vorbeigerauscht. Wir haben am Sonntag schon begonnen mit dem OSM-Sonntag, hatten 3 Tage eine aufregende Konferenz mit vollem Programm, mit vielen Begegnungen, Dialogen, Aktionen, Workshops, Vorträgen. Und die Katja und ich, wir haben da mal so ein paar Folien zusammengestellt und möchten jetzt mal natürlich Danke sagen und auch noch mal ein bisschen rechts und links gucken und schauen, was so passiert ist. Foskes in Salzburg, ganz besonderer Ort, den kenne ich schon seit vielen Jahren von der AGIT. Da bin ich schon viele Jahre hingefahren und war da als Firmenvertreterin am Stand, bin immer gern zur AGIT gefahren. Und diese Idee, die Foskes mal zusammen mit der AGIT zu machen, fand ich auch eine sehr gute Idee und bin froh, dass wir das gemacht haben. Für die, die noch nie auf der AGIT waren, war es eine super Gelegenheit, mal hier in Salzburg zu sein, hier an der Uni zu sein und mal das Flair, was die AGIT mit sich bringt, auch hier mal zu genießen. Vielleicht hat der eine oder andere auch mal Lust, in den nächsten Jahren dann zur AGIT zu fahren oder direkt auch hier zu bleiben und die nächsten Tage auch noch die AGIT-Konferenz zu genießen. Schauen wir uns mal an, wem wir Danke sagen können. Ich denke, das können wir auf alle Fälle. Wir haben das Local Team gehabt, das hier schon seit Wochen und Monaten mit uns in Kontakt stand und hier ganz viele Fragen beantwortet hat, ganz viel organisiert hat, die Anmeldungen organisiert hat und hier ein super Beitrag geleistet hat, dass es eine sehr erfolgreiche Konferenz wird. Wir hatten das Orga-Team vom Foskes Verein und von den OSM-Lern, die die Workshops, den OSM-Sonntag und ganz viel Vereinsarbeit hier geleistet haben, die Taschen ausgesucht haben, das Programmheft gemacht haben und die Workshops organisiert haben. Wir haben das Workshop-Team, das dafür gesorgt hat, dass vor allen Dingen der Otto Dassau, dass die OSGU Live, die wir in den Workshops genutzt haben, dass die auf allen Rechnern sauber installiert wurde und verwendet werden konnte in den Workshops. Wir haben das Programmkomitee und das Videoteam. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, wer dahinter steckt. Hier mal so ein Foto von dem Empfangs-Welcome-Desk. Ich glaube, so einen tollen Welcome-Desk hatten wir noch nie bei einer Foskes. Als wir reinkamen, waren alle erstmal so begeistert, wie toll dieser Welcome-Desk ist, sogar mit Foskes-Logo und netten Empfang. Also das auf jeden Fall ein großes Lob, ein super Empfang haben wir da bekommen und haben direkt da Präsente bekommen, wie schon mal zum Beispiel hier diese tolle Foskes-Tasche. Und ja, da erstmal einen herzlichen Dank an das Team vom Welcome Desk, die da uns betreut haben. Und hier sehen wir vom Local Team, wer da beteiligt war. Das ist einerseits das Orga-Team von der AGIT. Da herzlichen Dank an den Bernhard Zagel und an den Gerald Griesebner. Ich habe vorher extra nochmal gefragt und habe es mir auch geschrieben. Also an den Gerald. Super, super Einsatz. An die Maria. Genau, das Local Team, all eure Videohelfer, alle Helfer, die hier beteiligt waren, erstmal einen herzlichen Dank nach Salzburg. Das ZEPGES war beteiligt und natürlich die Universität Salzburg, die hier diese Räumlichkeiten gestellt hat. Und da nochmal einen herzlichen Dank an den Herrn Dr. Josef Strobel, Professor. Gut. Ja, dann denke ich, gibt es auch ein sehr, sehr, sehr großen Applaus für das Videoteam. Der wird jetzt wahrscheinlich weltweit 3 Minuten verspätet vor den Rechnern, werden die Leute grölen und sich freuen, weil das Videoteam, also die Herren und Damen hier in Gelb, auch oben hier im Raum, haben uns 4 Tage begleitet, haben erfolgreich die ganze Konferenz aufgezeichnet. Wir hatten das Vergnügen, direkt im Livestream die Vorträge uns anschauen zu können. Die Vorträge werden sofort hochgeladen und stehen ab
heute Abend wahrscheinlich direkt dann im Netz zur Verfügung. Und das ist eine super, super Leistung, die jedes Jahr das Videoteam hier erbringt. Und da sind wir sehr froh drum, dass wir diesen Kontakt haben und dass da so viele sich hier ehrenamtlich engagieren. Da vor allen Dingen einen Dank an das CCCC-Videoteam, das die Hardware bereitstellt jedes Jahr und uns hier unterstützt. Und bemerkenswert ist sicherlich auch, dass wir schon seit der Foskis 2011 Videoaufzeichnungen machen. Das war die Foskis in Heidelberg. Da fing das Ganze an und seitdem können wir dieses Bonbönchen immer noch mitnehmen und haben den Vorteil, dass man keinen Stress hat, dass man einen Vortrag vielleicht verpasst. Man kann den ganz toll dann auf der Zugfahrt nach Hause oder im Wohnzimmer oder später irgendwann mal sich anschauen. Wir haben während dieser Konferenz 33 Stunden Filmmaterial, die da erstellt wurden. In zwei Formaten liegen die dann vor und man kann sich die zum Beispiel dann auf YouTube anschauen und über die Konferenz-Homepage werden wir die verfügbar machen. Und ein Service, den die Technische Informationsbibliothek Hannover anbietet seit ein paar Jahren, ist, dass die Vorträge von der Foskis hochgeladen werden. Da können die auch nochmal mit Metadaten versehen werden. Da kann man sogar in verschiedenen Zeitstempeln dann Notizen machen und hat da nochmal einen Mehrwert, sodass diese Videos auch nochmal getaggt werden. Ja, herzlichen Dank an das Programmkomitee. Da finden sich jedes Jahr Freiwillige, die die Vortragseinreichungen, Workshops-Einreichungen scannen, durchschauen, sortieren, vielleicht überlegen, welche Vorträge hier für diese Konferenz geeignet sind. Da müssen auch ein paar immer abgelehnt werden jedes Jahr. Aber wir haben, denke ich, auch in diesem Jahr wieder ein super Programm gehabt, hatten in diesem Jahr zwei Vortragsblöcke, die wir parallel anbieten konnten. Und da, denke ich, hat das Programmkomitee wieder eine super Leistung gebracht. Herzlichen Dank. Das soll vielleicht auch alle motivieren, bei der nächsten Foskis auch mal einen Beitrag zu leisten, Vortrag, Workshop einzureichen. Die sind immer willkommen. Also da kann jeder sich hier an der Konferenz beteiligen. Und diese Grafik zeigt auch, aus wie vielen Bereichen hier Themen vorliegen auf so einer Foskis-Konferenz. Und da sehen wir, da gibt es eine ganze Menge, was hier behandelt wird. Den Tagungsband gibt es auch schon, jetzt 10 Jahre. Da ist der Jörg Thomsen immer recht aktiv. Der erstellt das PDF, bringt das zum Druck und sorgt dafür, dass der Tagungsband dann auf der Konferenz vorliegt, in Papierform und als PDF zum Download steht. Der Jörg Thomsen ist leider dieses Jahr auf der Konferenz nicht da, aber lässt schön grüßen. Und in dem Tagungsband finden wir immer zu jedem Vortrag, der hier gehalten wird, so ein Abstract, sodass man sich im Nachhinein da auch noch mal ein bisschen orientieren kann. Dann haben wir ein wunderbares Programmheft gehabt. Ich habe Feedback gehört, dass manche die App gar nicht benutzt haben, weil das Programmheft so schön ist. Das hat hoffentlich jeder eingesteckt und eifrig gelesen. Da gibt es jeweils zu jedem Workshop, Vortrag eine kleine Beschreibung. Da gibt es das Programm, da sind die Sponsoren und Firmen hier vertreten mit einer kleinen Beschreibung. Und das ist auf jeden Fall eine super Sache gewesen. Der Michael Reichert hat es jetzt schon zum wiederholten Male erstellt und das hat sich auch sehr bewährt, dieses kleine Programmheft. Also herzlichen Dank. Wir haben auch eine App, die hat der Tobias Preuß erstellt und zur Verfügung gestellt. Die haben sicherlich auch einige heruntergeladen und verwendet und das ist auch ein netter Beitrag, den wir hier jedes Jahr auch schon zum wiederholten Mal jetzt verwenden können. Also herzlichen Dank an den Tobias Preuß. Ja, dann noch einen herzlichen Dank an die Vertreter, die am Foskis, OSGEO, OSM-Stand Informationen ausgeben, sie beraten haben oder euch beraten haben, Aufkleber verteilt haben, Sticks verteilt haben, mit der OSGEO Live zum Beispiel. Wer da einen gekauft hat und der funktioniert nicht, einfach nochmal vorbeikommen. Das geht auf meine Kappe. Ich glaube, ich habe da das ISO, war nicht ganz korrekt. Aber da sind wir auch schon seit Jahren auf der Foskis, auf der Intergeo, auf der AGIT auch schon seit einigen Jahren vertreten mit einem recht informativen und schönen Stand.
Dieses Jahr, denke ich, hoffe ich, hat jeder dieses schöne Mobile mit unseren OSGEO-Logos auch noch bewundern können. Und ich denke, da bieten wir ganz viel, um sich zu informieren, um OSGEO-Software und Daten und OpenStreetMap kennenzulernen. Also herzlichen Dank an alle, die da am Stand bereitstanden. Dann herzlichen Dank an die Sponsoren, die die Konferenz finanziell unterstützt haben. Wir hatten Silbersponsoren, wir hatten Bronzensponsoren, die hier aufgeführt sind. Die Bronzensponsoren waren auch hier vor Ort mit Ständen vertreten. Ich denke, da hatte jeder die Möglichkeit, mal am Stand vorbeizukommen, sich zu informieren und hat vielleicht sonst auch noch nach dieser Abschlussveranstaltung die Möglichkeit, da nochmal vorbeizuschauen. Ja, und dann Dank an alle Beteiligten. Das sind natürlich die Vortragenden vor allen Dingen auch erstmal, die Workshop-Leiter und natürlich auch alle Teilnehmer hier. Ich denke, ohne die Teilnehmer wäre auch nicht diese Konferenz möglich. Die Teilnehmer sind auch für die Stimmung zuständig und ich hatte auf jeden Fall persönlich das Gefühl, das war wieder eine tolle Konferenz. Es gab viele tolle Kontakte, Gespräche, Diskussionen und das Wetter war auch gut bestellt mit leichter Dusche gestern Abend, aber wunderbar. Also schön, dass Sie oder ihr alle gekommen seid und ich hoffe, ihr fahrt nach Hause, erzählt viel von der FOSGIS und motiviert weitere auch hier zur nächsten Konferenz zu kommen. Jetzt die FOSGIS einmal in Zahlen. Wie viele Anmeldungen hatten wir hier? Wie viele Leute sind hier nach Salzburg gekommen? Wir hatten 226 Anmeldungen. Das sind vergleichsweise wenig im Vergleich zu den Konferenzen, die wir sonst hatten. Für einige war es vielleicht schwierig, hier im Ausland den Reiseantrag durchzubekommen. Da sind vielleicht einige Gesichter, die jetzt hier auch fehlen. Aber ich denke, trotzdem haben wir hier mit 226 Leuten oder 16 Leuten vielleicht eine gute Konferenz gehabt, haben uns gut austauschen können und je nachdem, wo wir nächstes Jahr sind, schauen wir mal, wie sich die Teilnehmerzahlen entwickeln. Wir haben auch wieder Workshops angeboten, verschiedenen Tagen und hatten da ungefähr 130 Workshop-Buchungen. Und ja, wer jetzt im Nachgang noch ein bisschen sich informieren möchte, der findet hier ganz viele Bilder von der FOSGIS hier auf Flickr von der Universität Salzburg. Ich denke, Bernhard, da hast du einige wahrscheinlich von fotografiert oder euer Haus- und Hoffotograf. Ja, also da genau findet sich der eine oder andere vielleicht wieder und es gibt ein eigenes Album für die FOSGIS, wenn man Album geht. Ja, okay, warte mal, da gucke ich nochmal. Auf Album, ah ja. Mhm. Ah, hier, FOSGIS 2016, genau. Ja. Mhm. Okay, also wir haben da eben schon mal durchgescrollt. Na, guck mal her. Mhm, genau, da findet man sicherlich viele Situationen wieder. Aha, der Arnulf mit dem erhobenen Zeigefinger. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Situation das war. Okay. Ja, dann genau. Unser toller Ausstellerbereich. Das Essen war super, das sieht man hier nochmal. Und genau, die Firmenstände. Und ja, also da gab es sicherlich viele tolle Situationen und Begegnungen. Na? Wer vielleicht auch noch Fotos? Ah, jetzt habe ich mich hier. Ah, ja. Wer Fotos noch beitragen möchte, der kann sich an die Katja Haferkorn wenden, denke ich, und entweder den Link schicken oder die noch zum Download stellen. Dann könnten wir da auch noch weitere Fotos bereitstellen. Jetzt noch vielleicht ein Hinweis zur Teilnehmerbefragung. Also wer die noch nicht abgegeben hat, wir hatten ja bei der Anmeldung noch so eine Teilnehmerbefragung, die jeder bekommen hat, die kann man noch abgeben.
am Voske-Stand kann man die noch abgeben und da vielleicht noch Ideen draufschreiben oder die Konferenz bewerten, und so dass wir vielleicht für die nächste Konferenz da auch noch Schlüsse rausziehen können oder vielleicht noch neue Ideen bekommen. Ja, hier sehen wir nochmal, wo wir in den letzten 11 Jahren waren. Hier 2016 ist die 11. Foskes-Konferenz. Und ja, die war jetzt hier recht weit im Süden. Die Frage ist, wo gehen wir nächstes Jahr hin? Die ist noch nicht geklärt. Das wird sich jetzt noch zeigen. Da suchen wir noch Veranstalter. Da ist noch der Call for Location, der aussteht. Jetzt wollen wir aber erstmal schauen, wenn wir diese Karte sehen, wer war denn bei allen Foskes-Konferenzen? Ist da jemand im Raum? Aha, 1, 2, 3, 4 Hände. Bernd, ja? 5 Leute waren bei allen 11 Foskes-Konferenzen. Und wer war denn bei 5 vielleicht von denen? Ja, das sind vielleicht jetzt 2, 4. Ja, das sind 5 oder mehr. Achso, 5 oder mehr natürlich. Ne? Also das sind vielleicht jetzt hier so zwischen 10 und 20 Leute. Aber ja, also ich denke, eine Foskes-Konferenz zu besuchen, macht sicherlich Lust auf die nächste. Und jetzt bleibt es spannend, wo wir im Jahr 2017 sein werden. Wer da denkt, Mensch, das wäre doch mal was für uns, der kann den Call for Location sich mal anschauen. Da gibt es eine Beschreibung, was man so braucht, wie viele Workshop-Räume, wie viele Vortragsräume, für wie viele Personen man Essen zum Beispiel dann bereitstellen muss und Getränke. Und genau, da haben wir so ein Dokument, und falls dann rauskommt, Mensch, das wäre was für uns, dann schnell melden, damit wir das für nächstes Jahr dann organisieren können. Ja, wer jetzt nach Hause fährt und denkt, Mensch, Foskes, ich will mehr, ich will nicht ein ganzes Jahr warten, der hat hier jetzt verschiedene Möglichkeiten. Man kann natürlich erstmal eintreten in den Verein. Ich weiß nicht, ob wir das genug beworben haben. Da kann man über die Mailingliste in Austausch treten. Und wir haben verschiedene Events über das Jahr, wo man teilnehmen kann. Da können nicht nur Foskes-Teilnehmer teilnehmen. Aber ich habe jetzt hier noch ein paar Folien gemacht, wo man sieht, was als nächstes vielleicht passiert. Das nächste, was jetzt im August, Anfang August stattfindet, das ist das OSM Sommercamp und Foskes Hacking Event. Wir machen im Jahr diverse Hacking-Events und sind da oft im Linux-Hotel. Das ist ein ganz tolles Hotel, wo wir zum Community-Preis unterkommen können. Diese Veranstaltung wird dann immer vom Foskes-Verein gesponsert, und da kommen so zwischen 20 und 30 Leute, die sich am Wochenende frei mit irgendwelchen Themen beschäftigen und austauschen können. Das nächste Sommerfest, das nächste Camp ist im August. Da gibt es noch Plätze, die frei sind. Jeder könnte sich überlegen, dorthin zu kommen. Und im Wiki haben wir eine Seite, wo man sich eintragen kann. Ist auf jeden Fall immer auch eine sehr, sehr tolle Veranstaltung. Dann, 2 Wochen später, geht es schon weiter. Haben wir schon öfters gehört. Die Fos4G kommt nach Bonn. Vom 24. bis 26. steht jetzt hier. Das sind die offiziellen Termine, an denen die Vorträge stattfinden. Fos4G ist aber auch noch viel mehr, das sehen wir gleich noch. Jeder, der hier jetzt auf der Foskes AGIT war, kann zum reduzierten Preis an der Fos4G, zum Early-Bird-Preis teilnehmen. Das wurde auch schon mal angesprochen, also wer jetzt überlegt, da noch hinzukommen, auf jeden Fall kann ich das Ganze empfehlen. Fos4G heißt auch OSGEO Code Sprint. Da organisieren wir einen Code Sprint in Basecamp, wo wir mit über 100 Entwicklern und Interessierten rechnen, die dort vorbeikommen und hier in netter Atmosphäre die Projekte entwickeln, die wir so lieben. Diese ganzen Foskes Open Source Projekte werden hier dann weiterentwickelt. Auch jeder ist eingeladen, dort vorbeizukommen. Man kann auch Dokumentation schreiben, Testing durchführen. Also da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten. Dann geht es im Oktober weiter. In Berlin organisiert der Lars Lingner mehrmals im Jahr OSM Hacking Weekends. Das nächste ist im Oktober, vom 15. bis 16. Oktober. Das ist auch eine recht offene Veranstaltung. Da wird im Büro 2.0 Früchte, Getränke, Verpflegung zur Verfügung gestellt und dann entsprechend vor allen Dingen an OSM gearbeitet. Also wer da Interesse hat, der wendet sich am besten an den Lars Lingner oder schreibt es ins OSM-Wiki. Ja.
Dann gibt es noch ein weiteres Treffen. Da gab es jetzt einen Förderantrag beim Foskis-Verein. Da sage ich vielleicht gleich auch noch was dazu. Da gibt es ein Elbe-Labe-Treffen. Das ist auch ein USM-Treffen. Das findet auch im Oktober statt. Da können USM-Interessierte aus dieser Region sich austauschen. Und ja, da gibt es auch einen Link im USM-Wiki, wo man sich eintragen kann. Ich hatte gerade angesprochen Förderanträge. Wir haben ja schon gehört, unser Besuch auf der Foskis finanziert quasi den Foskis-Verein und ermöglicht es uns, dass wir da ein Polster haben und Geld erwirtschaften, was wir dann Open-Source-Projekten weitergeben können. Das kann zum Beispiel solchen Community-Treffen dann in solche Treffen fließen. Das kann bei so Hack-Events dann verwendet werden. Und da kann man beim Foskis-Verein Förderanträge stellen. Wenn man eine gute Idee hat und irgendwas fördern möchte, dann gibt es da die Möglichkeit, einen Antrag einzureichen. Wir stimmen dann mit den Vereinsmitgliedern darüber ab und dann fließen Gelder dann, die für diese Veranstaltung verwendet werden können. Die nächste Veranstaltung, die nicht mehr so lange dauert, nicht so viele Monate noch hin ist, die ist jetzt gleich der Foskis-Sektempfang. Das ist das Ende der Foskis und der Höhepunkt vielleicht der Veranstaltung. Wir treffen uns gleich am Foskis-Stand, kriegen da noch Snacks und Sekt und Säfte oder Wasser, alles Mögliche und können da nochmal uns austauschen, bevor vielleicht einige schon nach Hause fahren oder noch was anderes vorhaben. Foskis endet aber noch nicht jetzt hier, vielleicht heute, sondern wir sind auch noch hier vertreten. Die AGIT hat heute begonnen. Der Foskis-Verein und die OSGO ist auch noch auf der AGIT vertreten. Wir haben da den Foskis-OSGO-USM-Stand, der bleibt dort bestehen und wird weiterhin hier von Vertretern dann auch betreut. Wir haben Vorträge, wir haben Workshops, auch auf der AGIT. Wir haben den OSGEO Day am Freitag mit Vorträgen und ein Vortrag wird da zum Beispiel sein, 10 Jahre OSGEO, wo wir mal schauen, was alles in diesen 10 Jahren passiert ist in der OSGEO und wie die OSGEO entstanden ist. Also wer noch das Glück hat, jetzt hier bleiben zu können und die AGIT noch mitzuerleben, der kann hier noch diese Veranstaltung besuchen. Ja, dann vielen Dank, dass alle da waren. Gute Heimreise. Und viel Spaß, wer noch da ist, auf der AGIT. Das ist jetzt das, was ich von meiner Seite hier berichte, also zum Abschluss. Nochmal vorstellen wollte. Gibt es erstmal noch Fragen oder Anmerkungen zur Konferenz? Möchte jemand noch hier was loswerden oder was? Ja, bitteschön. Ja. Okay, ja, es sieht nicht so aus. Wir sehen uns aber beim Sektempfang, denke ich, gleich. Und wer da noch? 14 Uhr, ja gut, okay, 14 Uhr, das ging jetzt ein bisschen schneller als gedacht. Also um 14 Uhr, vielleicht ist der Sekt aber auch schon da, treffen wir uns dann vorne und stoßen nochmal an auf eine sehr, sehr gute Konferenz. Und dann bis im nächsten Jahr auf der Foskis oder vielleicht bei einer der Veranstaltungen, die wir jetzt eben gesehen haben. Habe ich die Intergeo angesprochen? Nee, noch was. Ja, genau. Ha. Das ist die Frage. Gut, vielleicht habe ich sie weg. Nee, die Folie ist... Okay, es fehlt noch eine Folie. Und zwar zur Intergeo. Wir sind auch jedes Jahr auf der Intergeo seit einigen Jahren. Dort gibt es auch einen OSGEO-Park, an dem wir Vorträge halten, an dem Firmen von den... also Firmen, die vielleicht OSGEO-Software in ihrem Portfolio haben, vertreten sind. Und dieses Jahr wird die Intergeo in Hamburg sein, im Oktober. Und da werden noch Freiwillige gesucht, die in Hamburg da auf der Intergeo OSM, Foskis, OSGEO vertreten möchten und womöglich ein Vortragsprogramm organisieren möchten oder da einen Beitrag leisten möchten. Das wurde schon über die Mailingliste zwischendurch mal diskutiert. Wer jetzt sagt, jo, das ist was für mich, der kann gerne mal auf uns zukommen und dann lässt sich da sicher was organisieren. Gibt es da schon Leute aus Hamburg, die vielleicht mitmachen? Gut, können wir aber auch später dann nochmal drüber reden. Also im Oktober das nächste Event Intergeo in Hamburg. Ja, dann bis vielleicht am Sektempfang oder gute Heimreise oder bis in den nächsten Tagen auf der AGIT.